Okay, und damit sind wir auch. Ich glaube, da wo wir. Ne? Da wo wir sein wollten, und ich muss gerade kurz überlegen. Ducken. Ich glaube. Hoppala. Das, ach, nicht. Nee, glaube, ich brauche Stampo. Ah, nee, doch nicht. Hoppala. Ich brauche... Wofür willst du? Doch, war schon. Wieso gehen nochmal genau die weg, die ich nicht gebrauchen kann? So, und die jetzt auf den Au, werfen. Hoppala. Nein. Na toll. Nicht gegen die Kanone werfen. Na, ah, und die machen natürlich weg. Na, habe ich ihn nicht erwischt? Na, springen muss man auch. Na toll. Ist nicht so einfach. Oh, jetzt haben wir auch noch Schock gefrieren lassen. Oh, oh. Ach komm. Natürlich lasse ich mich vollkommen erwischen. Okay. Ich hoffe, dass der... Ah, voll reingesprungen. So. Ja, komm, Fall. Hopp. Und hopp. Ach komm, da oben gegen. Schon raus aus dem Eis. Nein! Ah, verdammt. Na, komm runter. Na, wenigstens. So. Bald haben wir ihn. Zumindest dürfen wir ihn bald haben. Oh, das ist... Ja, manchmal schon leicht unfair. Man muss immer timen und ich bin gerade dazu nicht so... So. Wow. Ja. Nein, nein. Ich brauche erstmal ein Item. Nimm mal Fleisch. So. So. Ducken. Retten vielleicht? Nee. Ausrennen. Langsam hammern. Da wieder drüber. Vielleicht kurz mal ducken. Raus. Ach, oben dagegen geworfen. Mob. Das ist so das. Upp. Das war knapp. Ach, jetzt hat das kaputt gemacht. Ich muss ihn mal wieder ein Stück. Oh. Lass mich mal durch. Das ist mir einfach, wow, zu eng gerade. Machen wir wieder Eiskristalle oben. Bah, einfach ducken. Das wäre klüger. Ja, die großen kann ich nicht nehmen. Sehr gut. Und, hep. Hep. Da drüber. Aha. Hat er sich selber abgeworfen? Ach. Verdammt. So close. Nein. Hat's mich erwischt. Da muss ich schnell raus, sonst kriege ich einen Haufen Schaden. Haben wir irgendwas, um viel
auf einmal zu heilen, weil so ein... Sonst muss ich einen Langzeitpilz nehmen. Achso, ja genau, neigen wir es mal. Wer es haben will. So. Dann heilen wir uns erstmal. Jetzt darf ich mich nur nicht blöd erwischen lassen. So zum Beispiel. Gerade eben. So. Ah, zu früh gedockt. Zu früh aufgehört zu dürfen. So, da war das letzte Mal. Zum Glück hatten wir einen Pilz dabei. Oh, das kann nicht sein. Wenn man wie ihr besiegt einen Meister der Kälte. Tja, bringt sie nichts, Meister der Kälte zu sein. Ja, war schon nicht schlecht, sag ich mal. Du hast dich prächtig geschlagen, damit unser Reich gerettet. Vater, die Worte dieser Kreatur waren nur Lügen, nicht wahr? Du und Mutter, ihr seid meine leiblichen Eltern, nicht wahr? So sprich doch. Nun, Libidi. Mutter! Ich hörte nach deiner Abreise nichts mehr von dir, daher beschloss ich selbst einmal, nach dir zu sehen. Geht es dir gut, mein Kind? Ich muss dich etwas fragen. Vater und du, ihr seid meine leiblichen Eltern, nicht wahr? Oh, einen Moment, wieso? Was? Bitte, Mutter, sag mir die Wahrheit. Libidi, wir sind nicht wirklich deine Eltern. Es ist also wahr. Das reine Herz lief immer Gefahr, in die falschen Hände zu fallen. Also entschieden Opa Piechen und ich uns, das reine Herz in eine Form zu verwandeln, die kein Aufsehen erregen würde. Und diese Form war ich? Ah! Was war das? Das reine Herz versucht sich in seine ursprüngliche Form zu verwandeln. Wie es geschieht, da es in der näheren Umgebung jemanden spürt, der würdig ist, es in Besitz zu nehmen. Dabei handelt es sich wohl um diese Damen und Herren hier. Du meinst also, ich sollte bei ihm... Er ist mein Prinz? Das darf nicht wahr sein. Er ist in keinem Fall der Richtige für mich. Und ich meine das nicht im Scherz. Schön. Dann verwandle ich mich in die reine Herzform und gehe mit Mario. Bist du dir absolut sicher? Verwandelst du dich zurück? Hört die Nimbi namens Libidi auf zu existieren? Vielleicht habe ich das bereits. Eine Erinnerung wächst in mir. Die Erinnerung daran, wie es war, als reines Herz zu existieren. Zudem würde die Welt untergehen, wenn ich mich nicht verwandeln würde, richtig? Und wieso erkläre ich mich dir überhaupt? Du bist nicht einmal mein richtiger Vater. Oh. Wie bitte? Wenn ich nur daran denke, wie oft ich ausgeschimpft wurde. Ihr wusstet, dass ich mich irgendwann zurückverwandeln muss. Also hättet ihr mir ruhig etwas mehr Spaß gönnen können. Aber nein, ich musste einen ärgerlichen Vater und eine keifende Mutter ertragen. Ich hatte kein richtiges Leben. Wie gedenkt ihr, das wieder gut zu machen? Libidi. Nenn mich, wie du willst, aber sprich nicht in diesem Turm mit deiner Mutter. Vielleicht ist ja Schluss mit der Frechheiten, wenn du die Form veränderst. Worauf wartest du noch? Jetzt hör aber auf, ich muss es tun, ob ich will oder nicht. Und es wird befreiend sein. Erinnerst du dich noch, wie ich eben an deinem Bett saß, also krank warst? Du undankbare Göre. Darauf pfeife ich. Vielleicht solltest du das Geschenk zurückgeben, das ich von deinem Taschengeld gekauft habe. Und wer hat dir wohl dieses Taschengeld gegeben? Zollmüffelis hast du auch noch gelogen, um an mehr Geld zu kommen. Von wegen Schulbücher. Du hältst mir einen Vortrag übers Lügen? Wieso glaubst du wohl, habe ich gelogen? Ich dachte, Mutter und du, ich dachte, ihr werdet glücklich. Ihr seid nicht meine Eltern, ich hasse euch. Genug, Libidi. Es stimmt, dass ihr nicht als Schutz
für das Reinherz erschaffen haben. Aber Opa-Pichin und ich haben dich wie eine wirkliche Tochter geliebt. Du wurdest Teil von uns, wir wollten dich um uns haben, um dich schützen zu können. Vielleicht hätten wir dich nicht erschaffen sollen. Wir entschuldigen uns, wenn wir dir nur Schmerz und Kummer verursacht haben. Oh Mutter, entschuldige dich nicht, meine liebe Mutter, danke für alles. Und da wird das Herz. Passt wieder ein Herz. Das reine Herz will sich in seine ursprüngliche Form zurückverwandeln. Liebe Idee. Tippi, bitte verwahre meine eigentliche Form an einem sicheren Platz. Und rette die Welt, ja? Das ist mein letzter Wunsch. Mein letzter Wunsch habt ihr zu respektieren. Ich verstehe. Vater, Mutter, lebt wohl. Liebe Idee. Mein lieber Schatz. Es tut mir leid, ich habe zuvor gelogen. In Wahrheit habe ich euch beide lieb. Schwied. Immer noch nicht. Oder jetzt? Nein. Jetzt vielleicht? Ja. Liebe Idee. Und jetzt, ihr zum großen, bestimmten Helden. Nehmt unsere Tochter, nehmt das reine Herz. Ich danke dir, Opapi. Und schwört mir, dass ihr obsiegen werdet. Dass niemanden sonst in diesem Universum diese Einsamkeit spüren. Natürlich. Gut, gut, dann bin ich zufrieden. Libidi, es ist leider an der Zeit. Opapichen. Und damit haben wir das letzte reine Herz bekommen. Oh yeah! Damit haben wir das letzte reine Herz erhalten. Und damit auch das Ende des Kapitels. Helden, der letzte Wunsch meiner Tochter war, dass ihr alle Welten rettet. Opapi sprach langsam und unter Tränen, während die Nimbys ihr Reich aufräumten. Königin Mortimi begab sich unterdessen voller Trauer auf den Weg nach unten drunten. Mario, seine Freunde und das achte reine Herz waren alles, was noch verblieb. Dieses Herz wurde mit einem hohen Preis erkauft. Hoffentlich war es das wert. Wir möchten speichern. Und damit haben wir doch alle reine Herzen. Aber erstmal schauen wir bei Knickwitz vorbei. Was? Kraft Knickwitz kann das nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. Die Helden leben noch. So ist es wohl, mein Graf. Und sie werden bald hier sein. Echt? Kein Witz? Dann lass uns hier mal keine Zeitverblendung haben. Graf, darf ich Sie willkommen heißen? Kleine Party mit ordentlich Schmackes. Oh, bei der Party will ich dabei sein. Warte, O'Clock. Mimi. Ich gehöre auch nicht zu denen, die eine Party verpassen. Oh, Moment noch, lieber Graf. Erinnert euch der Name Blumira an etwas? Wo hast du diesen Namen gehört, Dementio? Dieses Pixel von diesem Bartträger sprach davon. Ich muss Blumira aufhalten. Also, falsche Stimme, entschuldigt. Aber man sollte wohl auf das Gebrabbel eines Pixels nicht viel geben. Also, wir sehen uns, werter Graf Knickwitz, wenn dieses Pixel ist, wer ihr glaubt, es ist noch Zeit. Wir können die Prophezeiung noch aufhalten. Denn, wenn sie es tatsächlich ist, ihr könnt und müsst ihr aufhalten. Du weißt nicht, was du da sagst, Nastasia. Die Prophezeiung kann von Graf Knickwitz nicht mehr aufgehalten werden. Niemand kann das mehr. Ich, verstehe, was ihr sagt, aber es muss einen Weg geben. Es muss! Fürst Blumire. Der Mann, der Blumire hieß, starb vor langer Zeit. Jetzt gibt es nur noch Graf Knickwitz. Der Mann, den das dunkle Prognostikon zur Ausführung seines Plans gewählt hat. Niemand anders. Aber kommt nur, ihr Helden. Wenn ihr die Welt retten wollt, dann kommt. Knicke die Knack.